Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Challenge, die aber diesmal nicht nur im Cast stattfindet. Bisher haben wir die Breed Out the Weird Challenge nur im Cast gemacht, aber ich habe das Video von Simfinity gesehen und musste herzlichst lachen. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt auch mal so. Dafür hat sie natürlich auch so einen wunderschönen Sim, wie ich ihn habe, vor sich gehabt und hat den dann einziehen lassen in die Welt und hat dann versucht, mit den Townies einfach ein Kind zu zeugen. Wir gönnen uns mal was Cooles. Kann doch cheaten. Tada! Dann nehmen wir hier dieses hinten. Das Erste, was wir tun, wir platzieren hier irgendwo eine Wiege. Das ist das letzte Mal, dass ich vor dem Baby-Update spiele. Das ist eine ganz besondere Erfahrung hier. So, jetzt müssen wir uns einen Typen angeln. Aber wir cheaten uns das natürlich. Haha! Weil sonst dauert das so lange wie eine Baby-Challenge. Sie brauchen eine Fertility von 100 am besten. Laufen hier aber Leute lang? Ich hoffe es. Hier ist jemand, aber das ist eine Frau. Die kann uns leider nicht schwängern. Dustin Stewart, ich weiß nicht. Der hat jetzt nicht die Gene, die ich mir unbedingt wünschen würde. Hier steht ein Fahrrad. Toll. Ganz schön rar an Männern hier. Hier laufen nur Frauen rum. Ziel ist es natürlich, mit so wenig Generationen wie möglich die ganzen komischen Aspekte des Aussehens rauszubekommen. Guck mal, hier ist Victor Feng. Den finde ich eigentlich ganz sweet. Renn mal zu ihm. Ihr Outfit, Alter. Sie freut sich auf jeden Fall einen Keks. Das ist super. Die lieben sich natürlich beide sehr. Dann wird hier bitte einmal geknutscht. So, das wird jetzt wunderschön aussehen mit ihrem tollen Kinn auch. Also schön. Die Frau, schön. Und dann versucht mal bitte ein Kind zu zeugen. Jetzt werde ich auch noch begrüßt in der Nachbarschaft, Alter. Und Victor Feng hat sich verpisst. Toll. Nee, der ist hier. Hallo. Komm bitte wieder. Warum ist es so schwer, Kinder zu kriegen in diesem Spiel? Okay, die wollten Techtelmechtel, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Warum funktioniert das schon wieder nicht? Dieses Spiel macht mich echt fertig. Und dann steppt mal hier oben hin. Vielleicht klappt es ja jetzt. Kissenschlag, das ist schon mal gut. Hier, auf geht's, ab geht's. Ich hoffe, dass ich automatische Verhütung nicht anhabe. No protection was used. Dann bitte Schwangerschaftstest. Das sollte jetzt ja funktioniert haben. Ich habe sie auf 100% gesetzt. Wenn sie jetzt nicht schwanger ist, dann sein Problem ist, ja. Dann ist er nicht so fruchtbar, sage ich. Ja, sie ist pregnant. Und dann cheate ich ihr das natürlich, dass sie jetzt direkt ihr Kind kriegt. Pregnancy, Schwangerschaftsstadium in Wien. Mal bitte ihr Baby bekommen. Ich speichere mal nebenbei, weil das auch so, man kann kein Baby bekommen. Also, wenn, man kann kein Baby bekommen, wenn man speichert. Man kennt's. Das wollte ich genauso sagen. So, have fun. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Felix ist das. Sie hat gar keinen Bock auf dieses Kind. Unwanted child. Kann ich jetzt mal bitte speichern? Da wir 30 Mal rein und raus aus dem Cast müssen, ist das natürlich so eine Sache. Attempt to bond with Felix, Alter. Okay. Interessant. Diese Mod ist sehr witzig, aber die wird eh brechen mit dem Update, was ich heute bekomme, was ihr gestern bekommen habt. So, happy birthday. Ja, ja. Ich habe ganz großes Interesse an dir, Kind. Genau, setz das Kind mal ab. Ich möchte in den Cast, weil ich muss jetzt ja wissen, wie gut oder schlecht funktioniert das hier mit uns. Also, wenn ich ihn so angucke, es ist jetzt, glaube ich, noch nicht so das Meisterwerk. Ich habe keinen Cast Full Edit Mode an. Ich bin Profi, Leute. So, jetzt aber. Okay, auf geht's, junger Erwachsener. Komm. Wir reden nicht drüber. Ja, ja. Hier, krieg irgendwas, ist mir egal. So, dann schauen wir mal. Ich finde die ja eigentlich ganz sweet. Wie heißt die nochmal? Yuki Bear? Komm, gönnen sie dir. Sie kommen sogar direkt zu uns. Nice. Weh, du fuckelst jetzt dieses Haus hier ab, ne? Ich raste aus. Wir sind natürlich die bestesten Freunde der Welt. Dann leck sie mal kurz ab. Junge, dieses Bild hier einfach schon wieder, ne? Sie brennt hier halb die Küche ab und die knutschen da im Hintergrund und alle sind hässlich. Ich weiß ja auch nicht. Ich muss sie mal ganz kurz hier hinzufügen, damit ich das bei ihr einstellen kann, dass sie auch 100% Wahrscheinlichkeit hat. 20, ja nee, ist klar. So, und jetzt gönnt euch mal hier oben. Guck mal, dann bleibt die Haarfarbe auch in der Familie. Ist doch schön. So, viel Spaß euch, ne? So, Schwangerschaftstest, let's go. Das wird ja wohl funktionieren hier. War sie ist nicht schwanger, was? Dann bitte nochmal. Victor Feng geht auf jeden Fall, er hat gar keinen Bock mehr auf diese Familie. Kann ich nachvollziehen. Ist auch ein bisschen wild, was hier abgeht. So, dann versuch's nochmal. Hoppala, direkt in den Wehen, Mensch. Yay, ein Mädchen, Mareike. Oh mein Gott, noch ein Kind. Warum denn Zwillinge? Machen wir dann mit dem Kind weiter, was hübscher ist, oder was? Lass mal beide altern, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal. Der schöner ist, den nehmen wir dann. Sind beides Mädchen, ne? Gucken wir mal. Hier, da haben wir erstmal die Mareike. Die sieht doch erstmal gar nicht so bad aus. Also klar, sie hat noch das Kinn, aber okay, ich guck mir sie als Erwachsene an. Nimm mal deinen ganzen Scheiß aus dem Gesicht. Das geht doch eigentlich schon. Also,
Da habe ich jetzt noch nicht, also habe ich jetzt nicht so die Probleme mit, auch mit ihrem Körper. Aber gucken wir uns mal die Ute an. Die Ute hat auf jeden Fall das Kinn auch. Die Ute sieht aber auch ganz süß aus eigentlich. Warum haben die dieselbe Frisur vor allem? Das ist richtig creepy. Das sind wirklich Zwillinge, sage ich dir. Aber ich glaube, wir nehmen die Mareike. Na, läuft hier nachts irgendein Mann lang? Hm? Normalerweise möchte man nachts ja keinen Männern begegnen. Ich meine, Yugi kennt halt ein paar Leute, aber die kann ich ja nicht einfach hier mitten in der Nacht rüber schicken, ne? Das sind jetzt auch nicht unbedingt die schönsten Leute. Oh, Brand Hacking. Der ist zwar eigentlich gay, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ich meine, gut aussehen tut er ja schon. Hör auf zu plaudern und geh zu Brand. Reden wir ein Pirat-Tag, ich glaube nicht. Zack, Run Cheat. Dann knutscht euch mal kurz. Ja, es funktioniert ja schon besser mit euch, ne? Supi toll. Und dann geht mal auf Tuchfühlung. Oh mein Gott, geh hier raus. Neun Piraten machen. Los. Funktioniert auf jeden Fall. Also er möchte auf jeden Fall Kinder haben. Toll. Jetzt habe ich nicht auf 100% gestellt. Egal, vielleicht klappt es ja trotzdem. Oh, wow. Dann bekomm mal dein Kind, Mann. Ein Junge. Mirko. Warum sind das alles ungewollte Kinder, Alter? Schon ein bisschen funny, wenn ich ehrlich bin. Happy Birthday. Er scheint das Kind nicht mehr... Das Kind nicht mehr zu haben. Das ist super. Wird er tatsächlich dann die letzte Generation sein? Ist, glaube ich, ein Süßer. Okay, also ich bin jetzt nicht so Fan von seinem Schnurrbart, so. Er hat voll die Grübchen. Irgendwie ist das süß. Also ich meine, so ein bisschen Kind ist noch, ne? Also ich würde... Ja, ich glaube, ich würde nochmal eine Generation machen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal... Wir kriegen das hin. Aber wenn die nächste Generation es nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Katrina Caliente ist leider schon schwanger. Auf einmal kommen die ganzen Männer aus ihren Löchern, ne? Janae. Ahoi, Kamerad. Knutscht euch. Los, los, los. Euer Kind könnte das Endkind sein, ja? Also, ich meine ja nur. So, have fun auf jeden Fall. Schwangerschaftstest, let's go. Oh, sie ist pregnant. So, Baby bekommen. Let's go. Kim. So, älter werden, let's go. So, und? Neugierig. Ich meine, wen juckt's? Aber, komm. So, okay, komm. Let's go. Oh, süß. Warte mal, ich muss mal kurz den Lippenstift wegnehmen. Ich finde den süß. Nee, aber ich finde sie wirklich süß. Nee, ich mag sie. Nee. Doch, das ist ein vernünftiger Sim, sage ich. Generation 4 müsste das dann ja sein, ne? Also, es geht ja eigentlich. 4 Generationen, um dieses komische Wesen, die ganzen Sachen daraus zu bekommen. Also... Da bin ich stolz, auch wenn ich da nicht so viel mit zu tun habe. Aber anscheinend habe ich gute Gene ausgesucht. Klar kann man hier und da bestimmt nochmal was ändern, sage ich mal. Aber sie ist schon echt hübsch. Deswegen, ich bin gespannt, wie schnell schafft ihr es, irgendwelche komischen Gene aus euren Sims rauszubekommen. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Zum allerersten Mal mit den Infants. Bis dahin und tschüss!